Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Kaspar und ich haben endlich es geschafft, einen neuen Modus zu spielen, wo man quasi gegen Gästi spielen muss, Leute. Und es wird auf jeden Fall heute mega, mega heftig. Lasst schon mal gerne ein Like und ein Abo da und dreht noch einmal ganz euer Handy, wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, Leute. Und drückt gerne auf jeden Fall noch gerne auf die Glocke. Dann habe ich auch noch was ganz, ganz Cooles für euch. Und zwar kommt morgen neuer Merch online, Freunde. Deswegen checkt auf jeden Fall gerne die Beschreibung aus. Da, wo steht Merchandise oder allgemein Autogrammkarten etc. pp. Da kriegt ihr auch Autogrammkarten, weil da kriege ich auch mal ganz, ganz viele Fragen. Also, wenn ihr den Merch gerne haben wollt, es gibt noch andere Designs, die seht ihr auf jeden Fall morgen dann. Oder eine Autogrammkarte, damit ihr auf jeden Fall was zu tun ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moment, Moment, Moment. Was du auch gerade immer tun solltest. Atme erstmal ganz tief durch und vergeude nicht dein Leben. Ich glaube, langsam wird nämlich mal Zeit, etwas zu ändern. Hast du schon den Demon Lord besiegt? Den Eisgolem zerquetscht? Oder den Doom Tower bestiegen? Hast du etwa alles nicht gemacht? Nicht mal den Kampf mit der Arena mit Millionen Spielern? Boah, dann muss ich etwas jetzt sofort ändern. Aber keine Sorge, ich bringe dein Leben wieder in Ordnung und zwar mit Raid Shadow Legends. Erkunde Millionen von Champion-Kombinationen, meistere die unzähligen Taktiken gegen die Raid-Bosse und meistere natürlich Kampagnenkämpfe oder zum Beispiel in PvP-Arenen. Und Leute, wenn ihr nicht wollt, dass ich hier von diesem Riesen-Boss jetzt gerade besiegt werde, dann klickt auf jeden Fall mal auf den Link in der Beschreibung und holt euch da schon mal Raid Shadow Legends. Aber ich würde mal sagen, weiter geht's. Die beste Sache an Raid finde ich einfach, dass man mit seinen Leuten zusammen einfach gegen Monster kämpfen kann, in Arenen, zum Beispiel auch noch Raid-Boss hat und man natürlich so viele verschiedene Sachen und Fähigkeiten bei den ganzen Champions machen kann, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, weil, ey, Vielfalt ist auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig, um ein Spiel lange zu halten. Aber Leute, das ist ja nicht das erste Mal, dass ihr von mir von Raid hört, denn ich wollte euch unbedingt auch nochmal die Neuigkeiten erzählen, die jetzt noch dazugekommen sind und ich glaube mal, die werden euch gefallen. Also, als erstes haben sie einfach 11 neue Champions rausgehauen, plus 200 neue Missionen, die wirklich brandgefährlich sind. Und noch mit einem exklusiv legendären Champion dazu. Als Belohnung, wenn man quasi das besiegt, die ganze Mission. Und falls das Video nicht genug war, keine Sorge. Es gibt noch 5 harte Levels, die man quasi noch im Dungeon hat. Das ist wirklich eine unglaubliche Menge, Leute, für einfach nur einen Monat. Aber keine Sorge, Raid wird natürlich auch immer größer. Das heißt, es ist nicht der letzte Monat, wo Raid wieder neue Sachen hinzufügt. Also ich denke mal, dir sollte schon klar sein, Raid hat immer was Neues zu bieten. Und jetzt kommt natürlich noch das Allerbeste, dass man quasi mich findet unter dem Namen I'm Brox. Also ich denke mal, man sollte mich auch auf jeden Fall auch finden können, wenn ihr auf jeden Fall mit mir spielen wollt. Ganz einfache Sache. Und vielleicht kannst du ja auch noch meinem Clan beitreten. Also was wollt ihr mehr, Leute? Es ist wirklich echt sehr, sehr viel zu bieten. Einfach nur mit dem Link in der Beschreibung. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank an Raid für diese coole Kooperation. Und jetzt viel Spaß, Leute, mit dem Video. Und ich denke mal, wir sehen uns bei Raid Shadow Legends. Yo, Kaspar! Broxo! Wo bist du? Yo, wir dürfen gar nicht so rumschreien. Wir müssen nämlich ein bisschen leise sein. Ich bin hier oben in der Schule, bei den Schwimmhallen. Bist du hier auch irgendwo? Oh, du bist oben oder so. Ich bin jetzt gerade hier unten. Ja. Das Ding ist, anscheinend ist hier jemand, der uns holen möchte oder sowas. Der will uns irgendwie jagen und ich habe auch gehört, dass eventuell wir selbst uns jagen wollen. Ich sehe dich! Ja! Roxo! Okay. Das Ding ist, wir kommen jetzt hier rein. Achso, man kann die Türen aufmachen. Hier ist was! Okay, hier hast du da? Hier ist so ein Safe. Guck mal hier! Wir können so durchkrabbeln. Oh mein Gott! Von Raum zu Raum. Hier ist doch bestimmt was. Lol, hier ist doch bestimmt was Cooles. Nee, okay, glaubst du? Nichts mehr. Kann man Türen aufmachen? Nee, ja, also pass auf. Ich glaube, ich kann die Tür laufen. Sagen. Die ist heftig. Okay, wir müssen immer Schlüssel finden, um sozusagen... Was steht denn hier? Es war nur eine Wenn-Aussage. Er ist gegen die Tür gelaufen. Nein, da liegt er. Der Arme. Oh mein Gott. Okay, pass auf. Wir müssen anscheinend hier noch so ein Buch und sowas finden. Wir brauchen so... Er ist da. Lauf nach oben. Oh Gott. Schnell. Oh mein Gott. Oh Gott, er kann auch schreien. Und pass auf, das ist eine neue Attacke von dem. Wenn er schreit und du zu nah an ihm bist, dann war's das mit dir, ne? Oha. Dann infiziert er dich. Okay. Warte, hier kann man auch... Kaspar, hier ist kein gelber Schlüssel. Wie cool. Was meinst du? Du konntest in den einen Raum rein, da ist so ein Weg nach unten, so ein Lüftungsschacht, da konnte ich einfach reingehen. Ach so, warte, dann komme ich mal ganz kurz rein. Das Ding ist, hier lag eigentlich ein gelber Schlüssel, aber der liegt jetzt hier. Ah, er ist bei mir. Oh. Lauf. Ja, lauf weg, ja, lauf weg. Okay, sehr gut, du kannst auch leise dich... Ah, ich bin in eine Falle gelaufen. Bei mir. Nein. Nein! Bist du? Ich seh dich, lauf weg. Er ist direkt hinter mir. Los, komm her, Brox, in Ruhe. Kaspar, bitte. Kaspar! Oh mein Gott! Ich versuche, ihn wegzulocken! Lauf weiter! Ah! Es liegt hinter mir! Kaspar, bitte! Ich will noch nicht draufgehen! Ihr seid zu schnell! Du musst ihn irgendwie ausrichten! Kaspar, ich probier's! Okay, ich seh ihn da vorne! Okay, ich glaube jetzt hier lang! Hier ist noch ein Schlüssel! Okay, ich hab den Schlüssel! Es ist ein oranger Schlüssel!
So, ich frage mich. Okay, sehr gut. Ich sehe den. Läuft der verfolgt dich noch näher? Der eine verfolgt mich aber und der läuft dann halt den anderen hinterher. Ah, ich laufe ihm gerade hinterher. Bist du hier noch irgendwo? Bist du unten? Ich bin jetzt hier gerade. Okay, ich muss aufpassen. Bist du unten oder fallen. Oben? Ich bin gerade noch oben. Ich gucke jetzt gerade, dass oben, ich hier irgendwie. Oh, ich habe gerade den gelben Schlüssel gesehen, Kaspar. Ich habe eine Kamera gefunden, damit kann ich den fotografieren, dann ist er betäubt. Wo bist du? Ich bin oben jetzt. Bist du auch oben? Aber pass auf, er ist oben, ne? Da musst du aufpassen. Ich habe auch das Gefühl, da ist er, alles gut, aber er sieht mich noch nicht. Nein, noch nicht. Ich laufe mal ein bisschen hinterher. Ich laufe mal ein bisschen. Guck mal, ob du irgendwo eine orange Tür oder sowas findest. Ja, warte mal. Okay, er kommt. Ich fotografiere ihn mal noch nicht. Ich warte noch, bis du da bist. Wo bist du? Genau, ich bin jetzt gerade noch unten. Ich sammle noch ein paar Münzen ein. Okay, warte. Er ist auf jeden Fall. Der ist hinter mir, verfolgt mich. Okay, alles gut, ich komm runter, alles gut. Warte mal, da liegt noch irgendwas anderes. Da liegt ein Baseball. Wo bist du jetzt? Jetzt komm mal ran hier, Mann! Ja, warte, ich bin hier. Ich muss ihn jetzt fotografieren, wo bist du? Ich bin jetzt hier gerade in so einem Raum. Ah, der ist ganz nah, Broxo, jetzt! Fotografier ihn! Mach ein Foto! Warte, ich warte auf dich! Wo bist du denn? Bei den Schwimmhallen bin ich. Ich hab ihn hier. Okay, ich bin auch bei den Schwimmhallen. Ich bin hier drin, komm mal. Ah! Kasper, schnell, mach Foto! Hat nicht geklappt! Nochmal? Doch, er macht irgendwas, oder? Kasper, lauf! Nein, ich lauf! Mach die Tür zu! Okay, komm, lauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay. Wir müssen irgendwie... Warte, ich hab den Apparat raus. Pass auf, ich weiß gerade eben... Ich hier die Kamera. Ah, nein! Hat er dich? Broxo. Nein, Kaspar. Er hat mich geholt. Nein. Okay, warte, pass auf, ich muss jetzt hier... Warte mal, hier ist ein Lila in der Schlüssel. So, dann schnapp ich mal ganz kurz... Okay, ich nehme mal den pinken. Ich glaube, mit dem pinken sollte ich, glaube ich, auch okay sein. Dann werde ich mal gucken, ob ich jetzt irgendwo... Kann ich... Oh, warte, hier ist der Gelbe. Was war das gerade? Der macht hier irgendwas. Der lässt das Wasser ablaufen. Der Pool hat kein Wasser mehr. Okay. Oh, warte, hier ist das Buch. Okay, das Buch... Das Buch ist gut. Ich muss mit dem Buch eigentlich jetzt nur noch, glaube ich... Warte, ich kann nach unten? Ha! Wie cool. Ist hier irgendwo? Mhm. Nee. Okay, ich kann jetzt aber, glaube ich, das Buch hier reintun. Oh. Und jetzt muss ich hier nur so eine Schlüssel... Ha! Ha! Er ist hinter mir. Lauf. Er ist hinter mir. Mein Leben. Okay. So, ich glaube, er hat mich... Nein, hier ist eine Sackgasse, glaube ich. Oh mein Gott. Ah! Okay. Er läuft an die Tür. Ach so. Ah! Nein, das ist eine Sackgasse. Ich sehe dich wieder. Warte, ich kann aber durchgehen, glaube ich. Ich kann da durchgehen. Oh nein, er hat eine Falle. Ah! Nein! Ich habe keine Falle gesehen. Oh, vorsicht, noch eine. Okay. Oh mein Gott. Okay, was ist jetzt hier? Roter Schlüssel, okay. Der rote Schlüssel brauchst du bestimmt, ja? Ich weiß aber leider noch nicht, wofür. Oh, okay, er ist hinter mir. Okay. Ja, aber hier ist alles wie so ein grüner Schlüssel oder so. Ich brauche halt diese eine Schlüssel. Ich glaube, unten war sie gerade, die rote Tür. Ja, glaubst du? Ja, ich glaube ja. Guck doch mal nach. Okay, pass auf, dann mache ich jetzt den hier. Hui. Hui. Sehr schön. Hier? Nee, ja, okay, dann habe ich mich verguckt. Ich glaub's da nicht. Ja, was sah so aus? Warte mal, ich kann hier noch mehr zu Leuten zugucken. Ich guck mal einem anderen zu. Vielleicht sieht der, weißt du, sicher aus der Perspektive. Ja, also wir brauchen. Er hat ihn! Oh nein. Boxo, du bist der letzte Überlebende. Nein. Du bist der letzte Überlebende. Okay, das Ding ist, ich brauche halt jetzt irgendwie die Möglichkeit, an so eine Schlüsselkarte ranzukommen. Weil ich weiß nicht, wo die ist. Also hier ist noch ein roter Schlüssel oder so. Ich guck mal, ob ich bei ihm, ich kann ihm zugucken hier, dem Monster, ob ich bei ihm vielleicht irgendwie das sehe, wo. Ja, pass auf! Wieso? Oh, er hat dich genau gesehen. Du läufst auf ihn zu! Nein! Lauf! Ich laufe da schon so schnell, wie ich kann. Was? Okay. Aber schaffst du eigentlich easy. So. Ich muss nur gerade gucken, wo ich jetzt am besten... Er weiß nicht genau, wohin. Ja, er hat dich gesehen wieder. Okay, nicht so schlimm. Okay. Mhm. Haha. Wo musst du denn hin, sag mal? Gibt's hier eine Karte oder so? Ja, ich guck auch gerade. Nein, ich wollte mich da verstecken. Das nicht. Da lag noch irgendwas, ein Zettel. Ich wollte den gerade lesen, aber ging nicht. Ich frage mich... Guck mal, oben ist es nicht. Dann muss es unten sein. Es muss unten sein. Oh, hier war ich noch nicht. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Oh. Liegt hier noch irgendwas? Oh. Da liegt irgendwas. Was ist das? Ja, da ist ein blauer Schlüssel auch. Ein Schraubendreher? Oh Mann, okay. wie hat er mich jetzt schon wieder gefunden? Ja, er hört dich vielleicht. Hey, hier steht noch einer. Hä? Aber... Stimmt. Steht da? Eine Pepperoni. Aha. Die Tür ist ja offen. Geh durch. Nein, die sind abgeschlossen. Nein, sie ist abgeschlossen. Du brauchst den türkisen Schlüssel. Dieses Gerät, wo du den Schraubenschlüssel gefunden hast, geh dahin. Da lag ein türkises Gerät, glaube ich. Ah! Oh Gott. Warte, brauche ich das Gerät? Irgendwo, wo du den Schraubenschlüssel hast. Ich brauche diesen Schlüssel. Oben. Nein, ich brauche eine Schlüsselkarte.
Ja, das lag oben. Das war, glaube ich, oben. So ein türkiser Schlüsselkarte. Nein, das war ein türkiser Schlüssel. Ah! Nein! Manu! Ey, da stand ja doch nicht mal davor, glaube ich. Ja, glaube ich auch nicht. Mann! Manu! Oh, ist das hier dunkel, da Kaspar. Guck mal her nach oben. Sehr, sehr dunkel. Ja, wir müssen... Oh, da ist auf jeden Fall unten der orange Schlüssel. Oh. Aber das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall wieder gucken, dass wir das ganze Ding überleben. Oh mein Gott, okay, eine neue Map am Start. Aber, ganz viele Schlüssel. Ich habe einen blauen. Du kannst ja mal gucken, ob man hier irgendwo eine blaue Tür findet. Ich schaue gerade schon, aber hier ist gerade nichts drin. Aber hier kann man, hier kann man, glaube ich, in einen anderen Raum gehen. Und hier ist auch nichts drin. Das kann doch nicht angehen. Hier. Okay. Oder hast du das schon genommen? Nee, ich habe noch nichts genommen. Also wir müssen eine blaue... Oh mein Gott, da ist jemand hier. Oh mein Gott, der hat sich den anderen geholt. Nein, ich muss... Wo bist du? Nein, bitte. Nein. Nein, nicht mich. Ich lock ihn hier weg. Bitte, lock ihn weg, Kasper. Ich hab ihn weggelockt. Ehrlich? Ja, er ist hinter mir wieder. Oh mein Gott. Er ist hinter mir. Als ob das funktioniert hat. Warte noch. Nein. Nicht so lange. Bitte. Ich bin in der Sackgasse, ich kann nicht weg. Er soll zu mir jetzt kommen. Er chillt da jetzt an der Tür. Och, Manu. Ja, er chillt an der Tür. Solange er dich nicht holt, ich versuche ihn hier weg. Jetzt kommst du zu mir. Ey, warte mal. Ich kann ihn leider nicht dingen. Hier ist auch eine Schlüsselkarte oder sowas, ne? Ja, er kommt zu mir. Ja? Ja, du kannst raus. Als ob? Jetzt, los, komm raus. Okay. Jo, okay. Komm schnell. Okay, lass wieder nach. Oder wo war. Warte mal, lass nach oben. Wo war die gelbe Tür? Warte, wir müssen ganz runter, sehe ich gerade. Ja, aber, war doch eine gelbe Tür, oder nicht, irgendwo? Ja, die war unten. Eine gelbe Tür? Die war oben, glaube ich. Haben die schon aufgemacht? Die gelbe Tür. Ja, kann sein, dass die schon aufgemacht wurde. Der ist hier, glaube ich. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, ich glaube, die war ja irgendwo hier. Ich glaube, die wurde schon aufgemacht. Es muss auch irgendwo eine blaue Tür sein oder so, weil ich habe noch einen blauen Schlüssel, aber ich weiß nicht, wo die Tür ist. Grün brauchen wir auch und rot brauchen wir auch. Das heißt, ich glaube, wir müssen unten, wo er eben war. Das heißt, hier. Wir können ja mal gucken, aber ich... Oh genau. Gott, das ist ein Angsthase. Hier müssen wir rauskommen später. Hier ist ein roter Schlüssel. Hier müssen wir die Pizza geben später. Hier, roter Schlüssel. Ich habe roten Schlüssel. Mit dem roten Schlüssel können wir die Tür aufmachen. Da können wir hier nach oben gehen. Okay. Und damit können wir hier die Tür aufmachen. Ja, sehr schön. Und da haben wir jetzt... Sehr gut, den Pizzaschneider. Komm mit. Meinst du den Braucher? Nee, da wo ich eben eingesperrt war, konnte ich quasi das aufmachen mit dem Pizzaschneider. Das heißt... Cool, das war hier hinten, ne? Das war hier hinten und dann links. Ja, okay, wir gucken mal. Okay, nicht hier hinten, okay. So, und dann, genau, das muss ich jetzt auch machen hier mit dem Pizzaroller. Zack. Oh, sehr schön. Oh, ganz viele Coins für mich. Oh, hier, orange, okay, sehr gut. Und dann kann ich quasi das Orange mitnehmen, aber hier ist... Orange war oben. Hier ist blaue Tür, ne? Die Tür, oder? Nimm mal das Ding mit, das Lilane vielleicht. Ja, nehme ich mal mit, habe ich mal. Was haben wir noch hier so? Eine Batterie, okay. Naja, die können wir bestimmt auch wieder noch gebrauchen. Oh Gott. Nein, der ist da unten. Warte mal, wir brauchen hier so eine Checkkarte, eine blaue. Eine weiße steht da, oder nicht? Ach so, eine weiße. Oh, pass auf, da ist er dir. Lauf. Oh mein Gott. Lauf. Oh mein Gott, danke. Oha, das war ja mal mega knapp. Der ist schon oben. Er hat oben einen gekillt, direkt neben mir. Oh mein Gott. Okay. Was denn hier hinten? Warte mal. Ich lauf schon weg. Oh, hier ist noch eine Schlüsselkarte. Hast du hier irgendwo einen orangen Kartenleser oder sowas? Warte mal, hier ist blauer Schlüssel. Nein, der hat mir den geklaut. Ich hoffe, er weiß, wohin. Hast du den blauen Schlüssel? Den blauen Schlüssel hatte ich da eben hingelegt, da wo ich die Karte genommen habe. Ach so, nee, aber der hat sich gerade woanders hergeholt. Guck mal. Okay, warte mal, der läuft da hinten hin. Vielleicht weiß ich. Guck doch hier. Er hat noch was geöffnet, hier. Hier die Tür aufgemacht. Und jetzt kann man hier. Der hat den weißen. Ein grüner Schlüssel. Hier ist der grüne. Okay. Nimm mal das orange Ding mit, das haben wir eben aufgemacht. Das heißt, mit dem grünen Schlüssel können wir oben die Tür aufmachen. Und mit dem Weißen können wir unten in die Pizzeria. Oh nein, er ist hier. Geh weg. Ey, hier braucht man einen orangen Schlüssel. Hab ich! Orangen Schlüssel? Nee, hab ich nicht. Ich hab nur Dings. Zwei Stück. Sogar für zwei Türen, okay. Ja. Hattest du den nicht schon? Den orangen Schlüssel? In dem einen Raum hast du den, glaube ich, liegen lassen. Den hast du ausgetauscht für die orangene Karte, glaube ich. Nein, ich habe einen grünen Schlüssel jetzt bekommen. Oh! Ah, okay. Okay, wir müssen nach oben gehen. Hast du mal in die Falle getappt? Ja, jetzt kommt, wir gehen hoch. So. Oh Gott. Oh mein Gott, ja, der hat so viel Fallen hingelegt. Ziemlich viele platziert, aber machbar. Komm. Jetzt. Ja. Ja. Und jetzt der orange Schlüssel. Ja, komm, runter, wieder runter. Oh mein Gott, der macht alle Fallen kaputt. Oh mein Gott, schnell, der kommt bestimmt gleich hier. Ja. Bisschen aufpassen. Okay, wir sind unten. Ja, hier, komm. Okay, warte, ich muss noch einen weiter runter, noch einen weiter. Mach auf. Ja. So. Oh mein Gott, der ist direkt hier. Los, mach auf. Oh mein Gott. Hier, du brauchst das lilane Kartengerät. Hast du es mitgenommen? Irgendwie die orange, ich hab die. Die orange hab ich. Oh, du brauchst das. Achso. Ja, wir haben eine Zutat, die müssen wir dem bringen. Dem vorne an der Kasse. Okay. Jetzt brauchen wir noch das lilane Gerät. Ja. Wo muss ich das hinbringen? Hier vorne. Da. An der Kasse vorne. Ja, okay. Da. Genau. Oh, guck mal. Sehr schön. Okay. Platt gemacht. Boah, da wird hier eine. Oha. Okay. Es wird Käse.
Da ist in dem anderen Ding Käse drin. Okay, das heißt, wir brauchen die lilane Karte. Genau. Und da, hat die. Komm mit. Komm. Hier, ja, genau. Aufmachen, das Ding. Ja, mach auf. Oh, ey, ja, ich wollte den Käse haben. Ja, ja, komm. Ab geht's. Los. Okay, mal gucken. Den Käse ab und dann wird eine schöne Pizza gemacht, ne? Und dann können wir nämlich auch die Pizza dem Typen geben da vorne. Dann lässt er uns raus, glaube ich. Ich glaube auch, ne? So, okay. Oh, jawohl. Nee, wo war? Ich weiß, wo die war. Nein. Stimmt, du hast doch in Hand gehabt. Oh, jetzt ist sie weg. Die hat jemand genommen. Die lag hier auf dem Tisch. Oh, Kasper. Ich hatte die, ja, aber ich hatte... Ach toll, jetzt ist die Wurst einfach weg. Toll. Hallo, einmal, hat jemand die Wurst gesehen? Nur 3 Minuten Zeit, jetzt, weil du die Wurst weggelegt hast. Wir brauchen nur noch die Salami. Ja, und ich gucke jetzt gerade, ob ich hier noch irgendwo Batterien oder sowas... Ah, eine Batterie. Das heißt, ich habe jetzt Batterie und... Sehr gut. Das ist ein Fotoapparat, das oder Ding, was? Damit kann ich ein Foto von ihm machen. Für alle Fälle. Schön. Dann ist er bestimmt geschafft. Ja, super, das wird jetzt keine Wurst. Sie ist fertig. Wie jetzt? Die Pizza ist fertig. Ja? Ja, komm, runter, schnell. Okay. Halt den Fotoapparat bereit. Er hat die Pizza, er hat die abgegeben an ihn. Und? Komm, bring sie! Bring sie, er bringt sie nicht! Wo machst du? Oh Gott, wir haben noch 20 Sekunden. Ich habe die eingesetzt. Ich habe keine Batterie mehr. Er packt sie in den Ofen. Er packt sie in den Ofen. Los! Schnell! Schnell! Bring sie ihm! Die heiße Pizza, los! Friss! Ja? Ja? Friss! Friss schneller! Oh mein Gott, er wird stark! Und bricht die Tür auf! Ja! Wow, jawohl! Wir haben es geschafft, ey. Ja, Mann. Jawohl. Endlich. Das soll jetzt von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt ihr beim BC aus und haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.